Da sollte man natürlich, das ist schön für Frau und für Mann, dass sie beide entscheiden, was sie von Namen für ihre Kinder suchen, weil die Kinder, die sind von beiden, aber am Ende hat der Vater die Entscheidung zu treffen. Das bedeutet, ich meine, was sollte man machen? Überlegt euch jetzt, ha? Eine Familie, Vater hat 50% und die Frau hat 50%. Wenn sie sagt, ich will diesen Namen und wenn er sagt, ich will diesen Namen, was sollen wir machen hier? Wer soll entscheiden? Deshalb müssen wir hier jemanden ein bisschen mehr geben. Da sagt man, warum nicht die Frau? Ja, weil der Vater am Ende der Verantwortliche ist für die Familie. Und deshalb der Vater entscheidet, aber wir empfehlen natürlich, dass man miteinander das bestimmt. Und da kann man ein paar Namen geben. Und wenn man am Ende zum Beispiel zwei Namen hat, dann macht man Verlösung. Und alles.